Hallo liebe Leute, da spricht wieder der Christian, euer Fototrainer. Heute geht es mal wieder weiter mit einem Lightroom Tutorial und zwar zu diesem Bild hier. Das habe ich vor ein paar Tagen auch auf Social Media veröffentlicht und dann wurde ich gefragt, wie das denn bearbeitet worden ist und ob das so aus der Kamera kommt. Nein, liebe Leute, es kommt nicht so aus der Kamera. Es wurde zum Teil doch sehr intensiv bearbeitet. Diesen Weg möchte ich euch heute gerne zeigen, was ich da so gemacht habe. Allerdings muss ich dazu sagen, dieses finale Bild wurde mit einem Lightroom Preset erstellt, das nicht jeder zur Verfügung hat. Um eine ähnliche Situation zu erzeugen, damit ihr das nachvollziehen könnt, werde ich hier eine neue Version machen mit Lightroom Bordmitteln, um euch zu zeigen, wie man dorthin kommen kann. Beginnen wir mal also mit dem RAW-File, also so sieht die Realität aus, oder so kommt das Ding aus der Kamera. Und es wurde hier in Wien aufgenommen mit einer Sony A7 III mit einem Samyang 135mm Objektiv bei Offenblende, ein 250stel und ISO 400. Okay. Also bevor ich so ein Bild angreife, mache ich mir meistens immer ein paar Gedanken über die Bildelemente und was ich denn gerne bearbeiten will und wie die Aussage sein soll. Hier auf diesem Bild sehe ich meiner Meinung nach vier Dinge. Das erste ist einmal ganz offensichtlich der Himmel, dann der Tower. Dann das große Dunkle hier in der Mitte, also sagen, möchte ich fast sagen der Mittelgrund, hier die Häuserfront und hier dieser Baum. Und dann hier vorne eigentlich irgendwie so der Eyecatcher, also der hellste Punkt im Bild, also diese Autos, diese Scheinwerfer hier, diese Reflexionen auf der Straße. Also diese vier Bereiche brauchen unterschiedliche Behandlung, um zu einem interessanten finalen Ergebnis zu kommen. Um das jetzt mit Lightroom Bordmitteln zu machen, schlage ich mal vor, wir nehmen auch wieder mal ein Preset, aber ein Preset, was hier in Lightroom schon vorhanden ist. Also hier unter dem Thema Stadtarchitektur gibt es eine Menge, die ja annähernd ganz gut passen. Um gesagt, das wäre das Zielbild, dort würden wir gerne hinkommen. Muss aber nicht sein, das ist nur eine Version davon. Man kann auch eine andere Version machen und ich würde hier nehmen dieses UA04. Das sieht auf den ersten Blick relativ unspektakulär aus. Aber es macht doch einiges schon, man sieht es auch hier schon in den Farben. Aber dazu kommen wir später mehr. Was natürlich ganz offensichtlich ist, der Turm steht schief, das geht mal gar nicht. Hier würde ich mal sofort einmal eine Objektivkorrektur und eine Transformation machen. Die Objektivkorrektur funktioniert hier noch nicht, weil dieses Objektiv noch kein Profil hinterlegt hat. Somit lasse ich das mal, was er hier vorschlägt. Chromatische Operationen sehe ich zwar keine, aber man könnte hier ein ganz klein wenig entfernen, sollten doch welche sich irgendwo verstecken. Also die Objektivkorrektur ist mal weg, das Transformieren haben wir auch erledigt, das geben wir auch weg. Effekte, Vignettierungen und so weiter brauche ich jetzt auch nicht, geben wir auch weg. Schärfe, Rauschreduzierung, ja, Rauschreduzierung würde ich ganz am Schluss machen, brauche ich jetzt auch nicht, geben wir auch weg. Ja, also was jetzt auffällig ist, ist natürlich einmal diese ganze Farbgebung. Also hier würde ich mal im ersten Schritt, ziehe ich mal da am Weißabgleich. Ihr seht, wenn ich das ganz brutal mache, wie sich hier also die Farben ganz brutal verschieben. Und wenn ich ein bisschen nach rechts gehe ins Orange, seht ihr, hier wird der Himmel schon relativ attraktiv. Also näher dem Bild, wo wir es hin haben wollen. Die zweite Sache, ich gehe hier in die Sättigung und erhöhe mal die Sättigung des Himmels. Also diese Orange-Sättigung, dass das ein bisschen so richtig rausknallt. Es ist jetzt nicht mehr eine Darstellung der Realität, sondern eine Umsetzung einer Vision. Also damit haben wir mal den Himmelsbereich ganz gut abgedeckt. Dann nutzen wir dieses Werkzeug hier von Lightroom, diese Motiverkennung und diese Masken. Und wir suchen uns mal das Motiv raus und hier, wenn wir das hier noch anzeigen lassen, dann sehen wir, das gibt eigentlich nur ein Hauptmotiv. Also dort sitzt der Fokus drauf und das erkennt er immer als Hauptmotiv. Dieses Hauptmotiv gehört natürlich bearbeitet und zwar gar nicht mal so umfangreich. Ich würde es ein bisschen aufhellen. Wir haben hier so ein bisschen die Tiefen hochgezogen, okay. Vielleicht Licht darunter, vielleicht ein bisschen den Schwarzwert noch angepasst, Weißwert ein bisschen hoch. Also, da geht es jetzt nur darum, dass das ja, ein bisschen harmonischer wird von der Oberfläche. Aber man muss dann alle vier Bildbereiche dann auch noch zueinander ein bisschen abstimmen. Der zweite Bildbereich, und den werden wir hier gleich mit einer neuen Maske belegen, mit einer Pinselmaske, ist also das ganze große Dunkle.
Ja, also diese Häuserfronten, der Baum, hier der Hintergrund, hier der Hügel, die Hügelkette und so weiter. Also die würde ich mir mal mit einer Farbmaske, also hier mit dieser Maske, einpinseln, damit wir die ganze Fläche schön harmonisch auch ansprechen können. Hier runter bis zum Gitter, hier herum auch den Baum hinauf. Ja, also hier die ganzen dunklen Bildteile. Exklusive eben hier vorne mit den Autos und den Lichtspuren am Boden, die würde ich noch einmal gesondert angreifen. Ja, das sieht schon ganz gut aus. So. Also das ist eine zweite Maske und diese Maske, ja, die würde ich auch mal ein bisschen hochziehen. Also seht ihr mal, was hier an den Häuserfronten alles passiert, wenn man hier die Belichtung brutalst hochzieht. Machen wir natürlich nicht, aber wir nehmen sie ganz dezent ein bisschen hoch. Einfach, dass sie nicht so absaufen, einfach, dass sie präsenter sind. Und auch hier würde ich gleich mal ein bisschen mit dem Weißabgleich spielen. Ihr seht, wenn ich das brutal nach links ziehe, wird es kühl, wird es blau. Wenn ich es hier nach rechts ziehe, werden die Hausfronten auch kriegen diesen orangen Touch von diesem Abendlicht. Das ist schon einmal ganz gut. Vielleicht noch ein bisschen die Lichter retten. Man könnte vielleicht nochmal den Schwarzwert anheben. Dann schauen wir uns hier an, ob es über der Unterbelichtung gibt. Ihr seht hier ganz minimal kleine Unterbelichtung. Das ist mir noch egal. Ja, so in etwa würde ich das mal stehen lassen. Also wir haben jetzt zwei Bereiche, drei Bereiche eigentlich schon angegriffen. Und der vierte Bereich ist jetzt hier vorne. Also die Autofronten und die Reflexionen am Boden. Ich mache auch hier eine Pinselmaske. Ja, wir nehmen mal keinen Parameter, wir machen das und maskieren das nur so hier vorne. Muss ich aber, dass man das sieht hier. So, hier sprechen wir diese Bereiche hier an. Und die würde ich jetzt wieder etwas brutaler behandeln und zwar hier. Den Kontrast stark erhöhen, hier auch die Klarheit stark erhöhen, vielleicht auch noch ein bisschen aufhellen, bisschen auch hier die Lichter vielleicht zurückziehen, weiß noch mal weiß rauf, Lichter zurück, ja, dass das ein bisschen rausknallt, dass das hier überstrahlt, das ist sowieso klar, also das lässt sich sowieso nicht vermeiden, ich gebe das noch weg, das ist einfach so, die Lichter sind hier viel zu hell, die überstrahlen natürlich. Aber dass die ein bisschen Struktur und hier ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Dominanz im Bild bekommen, kann man da ruhig ein bisschen brutaler an den Reglern ziehen. Das macht durchaus Sinn. Auch den Weißwert hier vielleicht nochmal erhöhen, dass das wirklich schön rausstrahlt. Ja. Auch eine gute Sache. Und ja, zu guter Letzt würde ich vielleicht noch einmal komplett hier an der Belichtung etwas drehen, hier noch nachjustieren. Jetzt kann man natürlich nochmal in die Farben gehen und vielleicht auch hier nochmal den Farbton des Orange ein bisschen nachziehen. Also entweder noch stärker hier ins Rötliche oder in die Gelbversion. Also na, das wäre zu viel. Also hier noch einmal ein bisschen nachziehen, vielleicht das Orange. Als auch in der Luminanz, ja, dass das ein bisschen noch dunkler wird. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon fast dort, wo wir hin wollten. Also wenn ich mir das noch mal so ansehe, wäre das hier das Ausgangsbild gewesen mit dem Preset, was ich jetzt nicht verwenden konnte. Und hier eine Version, die ich ja damit mit Lightroom Bordmitteln gemacht habe. Mir passiert das sowieso immer, also wenn ich ein Bild ein zweites, ein drittes Mal angreife, kriege ich fast nie die gleiche Version daraus, weil ich immer irgendetwas noch anders mache. Also das ist eigentlich so ein Teil des Prozesses. Was mich jetzt noch ein bisschen stört, ist hier vorne hier dieser helle weiße Fleck, also von diesem Schild und eventuell auch diese Person hier vorne. Das könnte man auch ganz leicht lösen, indem man hier ein bisschen den Beschnitt hineinfährt. Dann habe ich dieses weiße Schild gleich mal verkleinert. Hier die Person nochmal ganz stark oder ganz schwach angeschnitten. Also dieses Shirt stört mich jetzt nicht mehr. Die Autos sind vorne, alles gut. Hier Lichter passen, hier die Fenster. Ja, als i-Tüpfelchen könnte man hier dieses eine beleuchtete Fenster auch nochmal herauspicken mit einer weiteren Maske. Wir nehmen hier einen Radialverlauf, setzen den ganz zart hier über das Fenster.
und können jetzt ja entweder noch ein bisschen heller werden, ein bisschen mehr Strahlkraft oder ein ganz wenig Weiß dazu oder auch noch an den Farben drehen. Also hier könnte man noch mal dieses Gelb herausholen von dem beleuchteten Fenster. Aber das ist jetzt schon ein bisschen eine Fleißaufgabe. Gut, sonst haben wir hier von den Details. Ja, was es noch zu sagen gibt, wenn ich jetzt hingehe und overall entrausche, weil es ein bisschen rauscht ist. Man sieht es hier, wenn man hineinzoomt, hier an den Häuserfronten, hier ist natürlich ein bisschen Rauschen vorhanden. Na klar, wir sind von sehr dunklen Tönen, haben wir es relativ stark hochgezogen. Hier hole ich mir natürlich das Rauschen rein, auch hier ein bisschen hier. Ja, und im restlichen Bild stört es mich eigentlich nicht. Das heißt, auch das Rauschen können wir natürlich reduzieren über die Masken. Wir gehen nochmal einzeln in die Maske rein. Wir haben hier die Maske, die über den Turm geht. Hier ein ganz leichtes Entrauschen hineinsetzen. Die zweite Maske, wo es eigentlich am wichtigsten ist, weil es der größte dunkle Anteil ist und wo auch am stärksten an den Reglern gezogen wurde, würde ich auch hier eine leichte Entrauschung ansetzen. Hier vorne, nein, stört es mich an und für sich nicht. Und die vierte beim Fenster stört es mich auch nicht. Also das wäre so die Geschichte. Und vielleicht noch. Ja, overall ganz klein wenig auch Entrauschung ansetzen. Farbrauschen natürlich rausnehmen und so weiter. Also das sieht dann hier schon viel besser aus. Schärfen würde ich hier mal nicht besonders viel, können wir aber auch noch hinten dazugeben. Also mit gedrückter Alt-Taste kann man hier das Schärfen in Schwarz-Weiß sehen oder gedrückte Alt-Taste auch mit Maskieren. Hier sieht man dann auch noch, ob nur die Kanten oder auch. Also in dem Fall nur auch die Flächen, so. Auch die Flächen oder eben auch nur die Kanten geschärft werden. Und das macht bei so einem Architekturmotiv natürlich Sinn, dass wir nur die Kanten ansprechen. Ja, so würde ich das eigentlich schon mal fertig lassen. Schauen wir es uns mal ganz groß an. Ja, das gibt schon mal was her. Hier sehe ich auch noch, das ist kein Sensorflag übrigens, das ist hier ein Flugzeug, was sich hier im Himmel gerade befindet. Ansonsten gibt es auch keine Sensorflecken, nichts zu retuschieren. Würde ich mal so lassen. So, liebe Leute, danke wieder fürs Zusehen und Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und war vielleicht auch eine Spur lehrreich, wie man mit Lightroom Bilder schnell und effizient, aber doch sehr wirkungsvoll bearbeiten kann. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Abo da, ein Thumb up, ein Like, ein Teilen, ein Sharen, ein Kommentieren. Vielleicht die anderen Videos zu Lightroom hier noch auf meinem Kanal anschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhin folgt und diesen Kanal mit mir gemeinsam wachsen lässt. In dem Sinne, immer gut Licht, alles Liebe, euer Christian, der Fototrainer. Servus, tschüss und baba.